du oder bist du ein gewalttätiger Mensch? Tja, das kann ich selber nicht. Kann ich selber schlecht einschätzen. Eigentlich wollen will ich das nicht. Nur in den Kreisen, wo man dann eben verkehrt hat. Es ist ja nicht so, dass ich einfach auf die Straße gegangen bin und habe wehrlos um mich geschlagen. Oder das war ja nicht so. Das ist ja meist irgendwie aus, wenn man in eine Kneipe gesessen hat, ein paar getrunken hat und dann gab ein Wort das andere und dann ist das eben halt passiert. Also ich habe jetzt nicht irgendwie wegen sonst wie. Das ist eigentlich nur immer Kneipenschlägereien. Also meine Strafen so. Und das Delikt, warum ich jetzt hier bin, das passt überhaupt nicht zu mir. Da bin ich irgendwie ganz dumm reingelaufen und hab zu spät gemerkt, dass es eben doch nicht nur irgendwie ein Kaugummi-Klauen ist oder irgendwie so. Ich habe zwar die Kurve gekriegt und habe dann abgesagt hinterher, schlussendlich. Aber bei den Morden war ich nicht dabei. Aber auch einen versuchten Raub, das ist gar nicht meine Liga. Dumm gelaufen. Ich bin ja jetzt das dritte Mal wieder in Haft wegen der Geschichte. Als ich das erste Mal festgenommen worden bin und wieder entlassen worden bin, hat der Blick geschrieben, dass ich einer der Mörder war. So, und das war, wenn man das über sich selbst liest und jeder Nachbar sieht halt, und wo ich mit dem Blick gekauft habe, die von der Trinkhalle, vom Kiosk, die haben mich dann angeguckt und das war dann nicht so angenehm. Also das war für mich klar, dass ich eine Richtigstellung will. Weil ich war bei dem Raubversuch, war ich zwar dabei gewesen, den wir aber abgebrochen haben, aber mit Morden will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht meine Liga und das ist. Und wenn man da liest, man ist irgendwo ein Mörder, dann will man das richtig gestellt haben. Bezahlung war mir gar nicht, am Anfang war mir das alles egal, ich wollte eine Richtigstellung haben. Ich wollte eben klar machen, dass ich mit Morden nichts zu tun habe. Und am Anfang haben die ja auch die Fotos, das ist ja nicht so, dass ich sofort gesagt habe, ich habe da Fotos von mir. Die haben ja von Facebook, haben sich das Foto runtergeladen von mir und haben das reingesetzt, also bei meiner ersten Verhaftung. Und so war ich ja schon sofort in der Zeitung mit Foto und Name. Die haben auch versucht, Kontakt aufzunehmen von den Facebook-Freunden, die waren in Luzern, in die Kneipe, wo ich verkehrt habe. Haben mich auch irgendwie ganz anders hingestellt. Die haben da irgendwas geschrieben, was gar nicht den Tatsachen entspricht. Wir sind hingegangen, unter anderem bei meiner Schwester und bei meinen Bekannten, die ich da auch in der Facebook-Seite ja als Freundin hatte, haben die sich ausgegeben als auch Bekannte von mir. Und die würden mir noch Geld schulden, was ich denn jetzt so mache. Also um sich da ganz anders auszugeben, nur um an irgendwelche Informationen zu kommen. Ich war einen Tag in Luzern gewesen, beim Bekannten. Ich wusste auch nicht, dass sie da hinfahren und jetzt die Dinge da durchziehen den Tag. Bin so mittags um, ich weiß nicht mehr genau, 2 Uhr, 1, 2, 3 Uhr. Bin ich dann wieder nach Hause gefahren, beziehungsweise bei dem Suter, wo ich gewohnt habe. Und da war keiner da. Und ich wollte mich erst hinlegen, wollte ein bisschen schlafen, weil das war, immer wenn ich nach Luzern gefahren bin, haben wir immer die Puppen tanzen lassen. Ich war ziemlich kaputt. Und dann habe ich aber doch nicht geschlafen, habe mich am Rechner gesetzt und dann mit meiner Schwester über Skype telefoniert. Und das war mein Alibi. Weil zu der Zeit, hinterher, ich weiß nicht, um 7 Uhr war das gewesen,
haben ja Dinge da durchgezogen. Und ich habe über Skype dann eben telefoniert. Und die sind dann nach Deutschland gefahren, haben von meiner Schwester einen Rechner dann auf den Kopf gestellt auch. Haben das überprüft natürlich. Aber das stimmt ja, das war alles, spricht alles der Wahrheit. Nur hätte ich mich schlafen gelegt. Was hätte ich denn gesagt? Ich war am Schlafen. Wie kommt meine DNA dann an eine Leiche? Ich meine, die haben mein Klebeband genommen, weil ich meine Arbeitstasche hatte. Aber trotzdem muss man das erstmal. Man muss das ja auch alles widerlegen können irgendwo. Und dann wäre ich im Arsch gewesen. So schnell geht das. Also ein Raubversuch, den muss ich mir ankreiden. Damit muss ich jetzt leben. Ich habe den Scheiß gebaut, habe meine Strafe jetzt gekriegt. Das Schlimme ist, in Deutschland habe ich noch immer über die ganzen Ausländer geschimpft, die dann irgendwo nach Deutschland kommen und Scheiße bauen. Und ja, habe immer gesagt, die sollen arbeiten gehen, wenn sie schon in fremde Länder gehen. Und ich meine, ich bin hier arbeiten gegangen, wo ich hier nach der Schweiz gekommen bin. Und ich hatte auch nicht vor, irgendwie jetzt hier was Krummes zu drehen. Aber jetzt bin ich der Idiot, der Ausländer, der hier Scheiße gebaut hat.